wieder mal ein Ligaspiel. Heute für Sie im Stadion. Frank Buschmann und Hanni Beugmann. Na, da warten wir mal ab, was die Bayern aus München heute bringen. Es sieht richtig gut aus für diese Mannschaft. Sie haben den Titel fest im Blick. In den nächsten Wochen gilt es jetzt noch, die direkte Konkurrenz auf Distanz zu halten. Ein Sieg heute wäre bestimmt nicht verkehrt. Jetzt ist Schüttchen, läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Mein lieber Mann. Und jetzt haben sie das erste Tor erzielt. Keine 25 Minuten gespielt. Also ob sie da innerlich noch auf dem Platz waren, Frank? Nee, irgendwie wirkt das schon hier, als hätten sie abgeschaltet. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wehtut, das war dann auch. So, 1:0, knappe Führung, beide Mannschaften. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Eine wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Oh, jetzt werden sie richtig hart bestraft. Platzverweis und noch ein gefährlicher Freistoß. Aber wollen wir mal sagen, man das Ding machen. Oh! Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Von wegen Außenseiter. Die Maus, sie beißt zurück. Und das nenne ich mal Moral. Da sind sie wieder. Und verhindert auf diese Art und Weise das Schlimmste. Uchida. Jetzt ganz schnell machen. Jetzt der Konter. Ich habe ein Problem mit den Übertreibungen, aber das Ding hier ist eine Sensation. Ja, das ist Dramatik pur und jetzt sind die vorn und schnuppern am Sieg. So, das muss es jetzt doch sein. Das hier muss es sein. Das können sie sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Knapp gewonnen sind auch 3 Punkte. Schlussresultat 2:1.